So, damit herzlich willkommen, ihr lieben Drachen da draußen und sonstige Leute, die gerne meine Streams schauen. Heute zu einer neuen Show. Und diesmal haben wir den Anime Boy dabei, Leute. Vor allem meine Begrüßung immer zu jeder Show. Ich grüße euch Drachen hier zu meiner Show. Halli, hallo. Schön, dass ihr heute hier seid, nicht im Stream irgendwo. Halli, hallo. Halli, halli, hallo. Halli, halli, hallo. Mal schauen, wie lange. Ja, also so ein bisschen kannst du ihr das ja lassen, so, ne? Nicht gleich wieder wegmachen. So, ich hab gemerkt, meine Gitarre ist etwas verstimmt. Dann geht doch nicht hier. Warte mal. Richtig? Auch richtig? Auch richtig? Auch richtig? Passt. Okay, es war nur ein Millimeter. Ich hab's trotzdem gemerkt. Komisch. Das magst du ja irgendwie, das Lied. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Na, 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 na. Bitte, bitte. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich bin live, na 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 na.
Stunde findest du's ganz nett. Wirst du in Zukunft wieder lurken oder schreibst du aktiv im Chat? Du hast uns jetzt gefunden und hörst diesen Track. Wir sind eine Community und singen den Song, weil ihn bald jeder singt. Ich bin live. Danke für deine 100 Witz, Sebi. In der Tat hat mich das... Oh, okay, dankeschön. Das hat mich ein bisschen aus meinem Konzept gehauen, weil ich habe gehört, da kam ein Witz rein. Ich konnte aber, weil ich auf den Text geguckt habe, nicht sehen, wie viel. Ich wollte die ganze Zeit so ein bisschen rüberschielen, zu gucken, was hat er denn jetzt da reingehauen, dass ich mich dann verspielt habe, leider. Aber das waren nur Millisekunden, also. Ah, hat kaum jemand gemerkt. Dankeschön für die 100 Witz. Gut, okay. Ich habe ein Bild, das irgendwie sehr, ja, sehr, sehr, sehr ist. Ihr werdet es sehen. So, wir haben hier einmal das Original, unseren Steve Urkel und die Fälschung. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so sagen darf, aber irgendwie ist da schon eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Amthor und Urkel. Also, ja, das ist irgendwie schon beunruhigend, so ein bisschen. Nur, dass halt die Augen von Urkel ein bisschen größer sind und so. Aber manchmal könnte man wirklich meinen, und danke nochmal für die Bits, Sebi, dass irgendwie beide Komiker sind. Denkt ihr nicht auch? Denkt ihr das nicht auch? Ja, immer noch Ausläufer der Kopfschmerzen, aber geht, oh je, weiter gute Besserung, mein Lieber. Ja, ich sehe keinen Unterschied, warum zeigt er uns zweimal dasselbe Bild? Also, wenn ihr das mitgekriegt habt, der liebe Amthor, also darüber können wir uns gleich nochmal unterhalten, Chris, der hatte ja einen Stream machen wollen, Gaming und so weiter und so fort, und er möchte gerne junge Leute dazu bringen, die CDU zu wählen, und ja, versucht dann noch jünger zu sein, als er eigentlich ist, und will da irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie, passt das nicht so ganz. Also, die haben wirklich Angst, weil durch Rezo und durch die ganzen Aufdeckungen, die passiert sind und durch die Corona-Krise, ja, bröckelt es bei der CDU noch mehr. Noch viel mehr als vorher. Und die haben wirklich Angst, dass sie jetzt keine Wähler mehr finden, weil sie ja irgendwie auch zulassen, dass deren Politik alte Menschen irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, ins Grab bringt. Und wer wählt die CDU meistens? Alte Menschen. Also brauchen sie jetzt junge Menschen und haben diesen lieben Amthor mit beauftragt, diese jungen Menschen an sich zu reißen und mitzubringen als Wähler. Und ob das so geklappt hat, werden wir dann sehen. Allerdings gibt es immer noch viele von den älteren CDU-Wählern. Also wird es jetzt nicht so katastrophal für die ausfallen, aber es wird schon viel weniger. Und danke, Sebi, für die nächsten 100 Bits. Für einen Lachvogel, so der untere. Ja, genau, darüber reden wir auch gerade. Der erstmal den Anzug auszieht. Ja, das kommt auch gar nicht so jugendhaft rüber, wenn er diesen Anzug dann hat. Stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Ja, gut. Original und Fälschung. Und das geht weiter mit den 100 Bits. Dankeschön, Sebi. So, auf geht's, den Ton von John Cena. Und die nächsten Bits. Warte kurz, lass mich doch bitte den Anime bei euch machen. And his name is John Cena! Da haben wir ihn. Hallöchen. Hallöchen, ich hoffe, du bist laut genug. Sag mal bitte einen Satz. Einen Satz. Okay, dankeschön. Ja, es war schon im gelben Bereich sogar, also bist du schon laut genug auf jeden Fall, ja. Alex würde ich dir auch nicht empfehlen. Was würde machen? Nee, aber ich mag mir nicht den Nerv einklemmen, rauszukommen, hier überhaupt nur zu bekommen. Ja, das sollte man auch nicht, nee. Ist dann Chat abgeht selbst zur Stimmung und Medikamente. Ja. Ach, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz die Facecamera machen. Ich habe hier nämlich... So.
Und die nächsten Witze kommen rein. Wow. Sebi! Was geht jetzt ab? Was? Das geht doch nicht! Was machst du da? Jetzt hat er hier 4600 Witzrauder hier rein, der Junge! What the hell? What the hell? Jetzt ist warte mal, was? Das sind doch. Warte mal, 4600, das sind 46 Euro. Dollar. Ja. Ja, krass. Sebi hat mal wieder zu viel Geld. Nee, Sebi möchte gerne immer an der Spitze sein. Und wenn jemand die Spitze ihm streitig macht, dann, ne? Sobald ich Millionär bin, spende ich an die Spitze. Ja, das glaube ich dir sogar, Alex. Chris, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, mir geht's warm. Und ja. Dir geht's warm? Ja, warm. Mir ist... Ja, es ist jetzt gerade 26 Grad, weil gerade die Wolken sind, obwohl es doch, die Sonne scheint trotzdem noch durch. Ja, es ist warm und ja, ich habe irgendwie seit gestern oder vorgestern habe ich hier das Gefühl, dass ich die ganze Zeit meine Augen wieder hier unten schwer sind, obwohl ich gar nicht müde bin. Irgendwie komisch. Naja, warum schon ist... eincremen. Ja, das Wort zu Zukunft. Zu warm, ja. Ja, Alex, da hast du recht. Gut zu wissen. Alles klar, Sebi. So, ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Woher kommst du? Wie alt bist du? Welche Plattformen nutzt du halt? Wo bist du unterwegs wegen Social Medias? Wie ist deine Bankverbindung? Wie ist dein PIN? Und so weiter und so fort. Erzähl mal. So, fangen wir mit der Bankverbindung an. Nein. Also, ich bin der Chris. Eigentlich auch der Anime-Boy. Müsste ja bei Insta, glaube ich, auch gesehen worden sein. ich bin auf Twitch bei meinen Livestreams. Und Videos mache ich bei YouTube. Jetzt nicht unbedingt so häufig, aber ja. Ich lasse das alles ein bisschen schleifen. Und sonst ab und an vielleicht ein bisschen was auf Instagram. Aber sonst war es das eigentlich im größten Teil. Ich konnte dich gar nicht markieren. Das liest du nicht zu. Dich darauf zu markieren auf den Werbungsdingen. Echt? Hm. Ich habe da nicht wirklich viel umgestellt, wahrscheinlich war das da die Standardsachen drin. Ich habe da ab und zu mal ein paar Bilder hochgeladen, aber sonst. Hm. Denn ja, du musst glaube ich. Ich weiß gar nicht wie. Ja, obwohl es jetzt eh zu spät. Ich wollte dich darauf markieren, dass du das siehst. Beziehungsweise, dass du es benutzen kannst, dass du es auch teilen kannst. Aber. Okay. Naja, dann ist es jetzt halt so. Naja, gut. Was sagst du zu am Tor? Ich sehe den immer lieber hinterm Tor, aber ach, war der gut. Nein, ich persönlich. Keine Ahnung, was ich von ihm halten soll. Ich habe im Bundestag öfters mal Sachen gehört, wo er schön die AfD auseinandergenommen hat, was wahrscheinlich relativ easy ist. Aber sonst, es ist halt so Fremdscham in Person, wo du jetzt auch das schon angesprochen hattest mit dieser Gaming Night. Das war ja so schlimm. da kamen Fragen rein von diesem, ich glaube, Augustus Intelligence heißt das, wo der da Lobbyarbeit betrieben hat, kamen da Fragen rein und kurz vorher sagt noch ihr die ganz harten Nachrichten und die ganz harten Fragen, den stellen wir uns und dann haben welche mal die Mods direkt angeschrieben per Flüsternachricht und haben gesagt, ja, die Frage dürfen wir leider nicht zulassen. Wurden also Fragen auch raussortiert. Das geht doch nicht, warum? Ihr könnt mich alles fragen. Okay, ob ich eine Antwort habe, weiß ich nicht. Also jetzt geht er hier wieder ab. Jetzt ist doch nicht wahr hier. Jetzt haut er hier wieder 5000 Bits rein. Sebi, das geht doch nicht. Und Sebi hat sie wirklich überholt. Ist doch nicht wahr. Nee, ich geh jetzt. Ciao. Nee. Nein, eigentlich so, hab ich die Tür gerade genervt, die so ein bisschen auf war und die ganze Zeit geklappert hat. Aber dankeschön, Sebi, danke dir. Ich wollte gerade sagen und damit hallo zu meinem Livestream. Was ist nur los? Ja. Aber ich hätte mal Sebi sagen sollen, dass er die Bits auch nehmen kann, um Sounds abzuspielen. Aber während des Interviews habe ich ja meinen Leuten gesagt, dass sie
gar nicht Sounds abspielen sollen, es sei denn, sie passen halt wie ein Applaus oder irgendwie sowas, weil das ist doof, wenn du gerade redest, dass dann in dein Wort einfällt. Wenn ich am Reden bin und die Sounds kommen, dann weiß ich ja, okay, jetzt kommt gerade ein Sound und ich bin kurz ruhig und erzähl dann weiter. Aber das hörst du ja nicht, es sei denn, du hörst einen Stream auf, aber dann ist es ja eh verspätet. Also, alles irgendwie kompliziert. Deswegen, wenn du redest, darf keiner einen Sound reinhauen hier. Dann geht nicht, ne? Und Platz 1? Ja, du bist noch bis zum Platz 1, bald nicht mehr. Das geht doch nicht. Wenn sie so zwei streiten, freut sich doch jeder. Wobei er hat so 100 Bits mehr nur. Wenn er jetzt zum Beispiel die 5000 Bits reinhaut, damit es 25.000 sind, und mein Schatz auch nur 5000 reinhauen kann, dann bleibt er trotzdem Platz 1, weil er genau 100 mehr hat dann. Wow. Kein Sound, verstanden, Boss. Ja, kein Sound, wenn Chris redet. Das ist natürlich schwierig. Obwohl, das geht doch nicht, das ist kurz genug, glaube ich. Das geht doch nicht! Genau, das kommt jetzt auch gerade von Sebi. Wow. Ja, ich sehe es also im Chat ja noch. Achso, ja, dann siehst du es ja im Chat. Ja, okay, gut, dann, ja, okay. Schreibt F in den Chat, habt ihr das überhaupt vorhin gemacht, als ihr es gesungen haben? Schreibt F in den Chat. Warte. Okay, dann lassen wir mal den Amtor sein. Lassen wir den Amtor mal Amtor sein. Okay, TV. Ja, bitte. So, warte. Hä? Okay. Alex verwirrt mich ein bisschen. Den Witz habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ja. Okay, was mit Ed gesagt? Aber ich glaube, doch Deutscher kann man das Ed nicht ausschreiben. Ach, Ed F. F, 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 F. F wie fascinated. Also das schreiben irgendwie Leute in Stream von Streamern, die sozusagen sagen, ey, Respekt. Oder ich bin fasziniert oder irgendwie, ich weiß nicht mehr, was F genau bedeutet, irgendwas. Aber jetzt verstehe ich das auch. Ach, F, ah, okay, zu spät. Aber besser spät als nie, F. Ausrufezeichen, genau. Hände hoch, Wochenende! Wochenende ist doch jetzt vorbei. Was? Also halb hoch, weil heute ist noch ein Tag Wochenende. Ja. Ist doch jetzt vorbei, das geht doch nicht. So. Warum bist du Creator oder Streamer geworden? Und was verdient man da so? Also, warum bin ich das geworden? Eigentlich nur, weil ich ja schon immer gerne gezockt habe. Mich das immer fasziniert hat, so in dieser Nische, nenne ich es mal, diese JRPGs, dass die Leute das immer gut erklären konnten, wie die das gemacht haben, dass die mir Hilfestellungen gegeben haben, also auch über YouTube dann eben einfach. Und ja, ich fand, irgendwann hatte ich selber so viel Know-how in solchen Spielen, wo ich dachte, ey komm, machst es auch mal, probierst es auch mal. Und als die PS4 dann diese Streaming-Eigenschaft, Fähigkeit dazu gebracht hat, war es ja plötzlich so ein Boom, dass alle plötzlich gestreamt und Videos gemacht haben. Und da dachte ich mir, ich reiche mich ein bisschen ein und versuche da mal ein bisschen was zu machen. Ja, und seitdem mache ich das. Okay. Und was man da so verdienen kann, keine Ahnung. Also, wenn du es weißt, ich weiß es nicht. Also, ab und an habe ich vielleicht mal in Livestreams damals bei YouTube und hier bei Twitch ein paar Spenden bekommen. Es ging jetzt über die 4 Jahre vielleicht, also insgesamt über die, ich glaube insgesamt über 250 Euro, aber das war halt über 4 Jahre. Das ist gut, viel Geld dafür, dass ich nur gespielt habe, aber so wirklich halt dauerhaft davon leben kann ich halt nicht mal ansatzweise. Wo du sagst, nur gespielt, das darfst du gar nicht erst sagen. Du hast nicht nur gespielt, du hast Content gebracht. Also du hast zwar was gespielt, ja, aber du hast ja auch gleichzeitig die Leute mit unterhalten, also du hast ja nicht einfach nur gezockt, du hast ja, so wie ich deine Leistung kenne, du redest ja mit den Leuten auch und erklärst so ein paar Sachen und so und du bist ja nicht nur am Zocken. Genau, das ist, ich versuche ja auch irgendwie unterhalten zu sein, gerade bei YouTube sieht man in meiner Playlist angespielt, das sind so diese, meistens sind das Spiele entweder, die ich gar nicht kenne oder vom Genre her überhaupt nicht mag. Nehmen wir einfach mal, was mich überrascht hatte. Eigentlich mag ich Shooter überhaupt nicht. Und hab dann Metro gespielt und hab gemerkt, das ist relativ gut. Und ich versuche halt, das mit ein bisschen Humor einfach irgendwie noch zu übertragen. Und ja,
klappt mal besser, mal weniger gut. Machen sie ja. Ja, ich denke schon. Also wenn wir jetzt sowas spielen wie Age of Empires oder so wie Jurassic World. Hut ab für die Leute, die das streamen und den Chat immer noch richtig gut im Auge behalten. Weil das sind so Konzentrationssachen, wenn du einmal nicht aufpasst, dann ist alles irgendwie futsch. So wie bei mir gestern auch, weil ich auf Empires halt so viele Leute kämpfen gegen einen. Und bei Jurassic World halt ständig bricht da einer aus und frisst die Menschen und das gibt ganz viele Sammelklagen. Und ich bin dann pleite, wenn ich nicht aufpasse. Das ist echt, wow. Das muss ich immer dann... Uff. Ich glaube aber, damals war es für mich auch einfacher, als ich noch einen Bildschirm da hatte und meinen Zockerbildschirm hier hatte. So. Weil ich nämlich aus dem Augenwinkel... Weil der Chat ist ja immer auf der rechten Seite, so. Und wenn ich aus dem Augenwinkel auf den einen Bildschirm, der da ist, gucke, dann sehe ich dann schneller die Nachrichten. Jetzt muss ich ja, wenn ich jetzt hier hingucke, hier rechts sind die, links ist das ja, sind die ja nicht die Nachrichten, sondern rechts. Ich muss dann also nach ganz da gucken, ich muss mal so gucken, damit ich die Nachrichten sehen kann. Das ist halt vom Winkel her echt doof beim Zocken, so. Wenn ich so schnell bin, dann... Kann jetzt die letzte Nachricht von Alex, konnte ich gar nicht lesen, dann bin ich so schnell, cool. Ich muss dann schon irgendwie rangehen, wobei Endzeit wohl etwas überzogen ist. Endzeit, okay, genau. Und das ist halt momentan echt schwierig. Da muss ich gucken, dass ich irgendwie meinen anderen Bildschirm wieder aktivieren kann. Aber der ist halt zu alt für den neuen Rechner. Das ist halt doof. Ich hätte eigentlich gerne drei Bildschirme so. Dann hätte ich hier mein Stream-Programm rechts, um zu gucken, ob alles so läuft. Und da hätte ich den Chat gehabt. Das wäre so perfekt gewesen. Aber naja, Metro ist auch eine sehr schöne, sehr gute Mischung aus Shooter und Endzeitdrama, finde ich. Also. Ja, okay. das fand ich allerdings auch. Deswegen hat es mich ja überrascht, dass ein Shooter mich plötzlich so, ich nenne es mal, catchen kann. Manchmal geht das. Ja. Ich mag zum Beispiel auch keinen Shooter, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Resident Evil spiele, dann mache ich gerne. Dann sind wir auch schon bei der Frage, was machst du so für Content? Hast ja schon so halbwegs viel aufgezählt. Ich weiß nicht, ob du noch mehr hast. Ja, also mein Hauptcontent ursprünglich war eigentlich die JRPGs, diese japanischen Rollenspiele. Was dafür, dass es sehr viele Vertreter dafür gibt, also an Spielen, doch immer noch ein recht nischiges Genre ist. Also, dass das nicht unbedingt jeder spielt. Also, ich meine, jeder kennt sowas wie Final Fantasy oder sowas, aber so die kleineren Sachen, Tales of oder... Obwohl, doch, Alex müsste Suikoden und, wie hieß denn das andere, Grandia kennen. Das sind so die Dinge, die heutzutage hat kaum irgendwie wer was davon gehört und alle sind so immer auf diesen Shooter-Hype. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen vorgeprägt, dass ich so Shooter wie Call of Duty und sowas nicht so mag. Mag ich auch nicht. Also. Ja. Und sonst eigentlich so in die Mehrspieler-Richtung habe ich damals angefangen mit dem Chor, ja, WWE zu spielen, also WWE 2K17 haben wir angefangen und da werden auch in den späteren Videos, die wir heute noch sehen, ein paar Sachen kommen, auf die ich nicht stolz bin. Und ja, aber die Momente sind einfach, solche Momente sind einfach immer perfekt, weil das sind Multiplayer-Spiele, die haben mich einfach geprägt und wenn man mit denen, ich weiß nicht wie viel Alex zum Beispiel schon geklippt hat in meinen Streams, einfach weil es einfach Spaß macht und lustige Momente zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, so das Beste so am Creator sein, am Streamer sein, dass man einfach diese Sachen, die man sonst immer privat erlebt hat damals, bevor man gestreamt hat, einfach festhalten kann, sich vielleicht nochmal neu anschauen kann und das vielleicht noch der Welt zeigen kann. Ja, COD ist halt so eine Sache, da kann man reingucken, eine Runde kann man sich angucken. Also bei mir ist es so, ich kann mir eine Runde angucken. Danach nicht mehr, weil danach ist halt immer dasselbe, bla bla bla, bam 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 und so weiter und so fort. Deswegen, wenn ich irgendwo reingehe, mal COD schaue ich mir eine Runde an und dann kann ich auch nicht mehr. Was ich aber sagen muss, ist, dass Call of Duty eines der besten Spiele, was Storytelling angeht. Also ich hätte nie gedacht, dass die Call of Duty Spiele so geile Story-Kampagnen haben. Die werden nirgendwo gestreamt, die werden nirgendwo irgendwie scheinbar aufgenommen. Ich sehe halt nur die Multiplayer-Sachen. Dabei ist die Story einfach viel zu underrated, finde ich. Krass. Aber es ist genauso wie das neue GTA. GTA 5 habe ich auch nur im Multiplayer gespielt und nicht die Story irgendwie, weiß ich nicht. Sobald es Multiplayer gibt, vergisst man die Story meistens. Das ist halt, ja, scheinbar. Aber krass, okay, wenn es eine coole Story gibt, dann spiel das doch mal. Ja,
Billy Shooter. Der erste Shooter, den ich je gestreamt hatte, war Destiny 2. Und ich dachte, ich werde übelst zerhatet, weil ich scheiße bin. Aber dann war es schön. Da war zum Beispiel Alex zum Beispiel auch einer. Du bist ja nicht so schlecht. Aber ja, aber es sind trotzdem nicht so die Spiele, die so meins sind. Gut, dann wäre die Frage, die du auch schon halbwegs oder fast ganz beantwortet hast, wie bist du auf diesen Content gekommen? Ja. Ja. Gut. Seit ich bestimmt klein war, haben mich diese Spiele halt immer schon verfolgt. Ja. Sie haben dich verfolgt, auch in den Schlaf. Ja, ich bin auch selber dran schuld. Ich habe es immer mit offenen Armen empfangen. Das war. Ich bin selber dran schuld. Ich wurde benutzt. Das ist. Das nächste wäre, wie heißt du auf der Plattform, wo du Content machst? Also, wenn du überall gleich heißt, dann bist du überall Anime Boy, aber gibt es da noch Unterschiede? Inwiefern? Also Anime Boy heiße ich halt jetzt mittlerweile überall gleich. Vorher, als ich Twitch noch nicht so aktiv genutzt habe, sondern nur eher als Zuschauer, hatte ich damals Chris93, glaube ich, hieß ich da. Und als ich dann mit Twitch hier angefangen habe, habe ich mich Anime Boy auch wieder genannt. Und bei YouTube habe ich auch vorher irgendeinen anderen Namen gehabt. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt nur Anime Boy hinschreibe, dann das ist so casual, dachte ich mir. Da mache ich einfach zwei E's und am Anfang habe ich mich noch ein bisschen blamiert, als ich dann in der Info reingeschrieben habe, das zweite E steht für Entertainment. Das fand ich dann nach einer Weile irgendwie sehr fremdscham-erregend. Gut, weil die nächste Frage, du gehst immer auf die nächste Frage schon über, aber die nächste Frage ist halt, wie bist du auf diesen Künstler angekommen? Jetzt bist du schon dabei, das so einzubringen und warte mal, Alex meinte, das nächste Mal machst du Tetris-Stream, okay? Okay, so, kann ich, darf ich Mods löschen hier drin? Sebi ist immer böse. Bin ich jetzt böse? Nein, Sebi ist nicht immer böse. Er ist nur manchmal gehässig, ja, aber nicht böse. Ja. Genau, wie bist du auf den Künstlernamen gekommen? Anime Boy? Anime Entertainment Boy, entschuldige, jetzt habe ich wieder was Neues gelernt. Ja, toll, nein. Ja, also, es war eigentlich nur am Anfang so ein Ding, weil ich nur solche japanischen Rollenspiele machen wollte. Und ich fand, der JRPG-Boy hört sich dämlich an. Muss mal. Ja, in der Tat. Aber das wäre auch mal was, was nicht jeder hat, wa? Ja, aber es geht nicht so gut für den Lippen. Moment, ich mach einen Schluck. Mods löschen, warum kommst du nicht gleich zu mir nach Hause und rammst mir ein Messer zu dir? Sprachverbot? Sebi, das geht in einem Interview nicht, Sprechverbot. Okay, gut. Du machst noch deinen Satz zu Ende, dann gehen wir sowieso rüber in das Best-of und da darf ich während des Best-ofs nichts sagen. Ja, also wegen Anime Boy, so, da waren wir genau. So großartig ist die Story eigentlich nicht. Ich hatte einfach nur gewollt, dass die Leute wissen, ungefähr in welche Richtung das Ding geht. Das Schlimme ist nur, irgendwie hat jeder das Gefühl, irgendwie immer meinen Namen nur halb auszusprechen, dann heiße ich einfach nur mal Anime oder Anime und ich glaube, Anime war ich auch mal, also ich war auch mal die Blutarmut, also ja. Was Anime? Ich glaube, Anime war doch Blutarmut, oder? Die konnten meine Namen nie richtig aussprechen. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, der nennt mich einfach Chris. Ja, Anime Boy, du hättest auch Anime normal schreiben können, das eine E einfach groß und dann das Boy ganz normal. Dann hättest du Anime, zack, und dann E, dann fand Leute, oh, wo steht denn das große E? Dann kannst du sagen, Entertainment! So richtig, so wie ich jetzt gerade so. Und dann machst du gleich so mit den Muskeln, Entertainment! Entschuldigung. Ja, nein. Stimmt natürlich, ich sag nichts dafür. Warum will Chris mich überhaupt bannen? Also ich glaube, niemand bannt meinen Interviewpartner gerade. Du schreibst gerade okay, Sebi. Also ist okay das, was ich nicht mehr sagen darf für die nächsten 5 Minuten. Alles klar. Kein Ocke mehr. Ich gar nicht. Okay. Oh, Mist. Okay, das wird doch schwieriger, als ich gedacht habe. Jetzt 5 Minuten. Oh Gott. Das geht doch nicht. Ha, netter Versuch, Alex. Ich sag's aber nicht. Okay.
Okay. Oh Mann, nein. Ah, das geht doch nicht. Wie traurig, ja. Schlimm, das ist. Das ist genauso wie bei den Radiosachen, wo du dich Ja oder Nein sagen darfst. Ja. Es ist so verdammt schwierig. Böse wäre, wenn jetzt alle ein Wort aussuchen würden. Jeder nimmt dann Wortverbote. Wow. Dann könnt ihr doch gleich Sprachverbot machen. Ist dann viel billiger. So, gucken wir mal rein in dein Best-Uf. Quart seine eigene Besetzungscouch im Van. You asked us to help you clear your route. You took us along with you. Ich sag nichts oder mein Anwalt. Das ist bei solchen Witzen auch angebracht. Ja. Ist der Anwalt bei dir denn eigentlich auch im Keller, oder? Nein. Wir machen ja gleiche Sache, also von daher. Crimson Queen contact a shot. Ja. Ja. Pedos sind halt nur eine Kinderarmlänge von Menschenhandel entfernt. So, what? Das hat jetzt einfach keiner gehört. Ja. Manche Sachen schäme ich mich. Ach, da war ich auch einmal mit dabei. Als du es gezockt hast. Ich weiß zwar nicht mehr wann, aber bei einem war ich dabei. Oh, war ganz gut. Kinderjunge. Oh, scheiße, er hat's. Oh, verdammt, ich hab nicht aufgepasst. Gut, passt auf. Wait, whose turn is it? Felix feuert Kinderarmlänge. Oh, Professor Chaos. What the hell? Was ist das? Danke für deinen Lurker. Servus. Toll, Schild. Ach komm, jetzt schreibt ihr wieder was? Really? Wenn die Kinder im Hintergrund schreien? What? So. Das ist halt, ja, hab ich, und das war egal. Das ist genauso, wenn ich Lisa fragen würde, wie ist das mit Kurt zu schlafen? Halt, ich hoffe, das hat keiner verstanden. Nein. Oh, Alex ist auch noch da. Lol. Hallo, Alex auch da, ja. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Hi. Bist du noch Hi. Jung? Da hattest du gehst du mal bitte weg? Armlänge Abstand, verstehst du? Was soll denn das? Ich fühle mich hier belästigt, verschwinde. Bleiben Sie stehen! Gewöhnt, tue ich mich langsam dran. Okay. Ich kann mich hier zum Beispiel bei der hier nicht dran gewöhnen. Lass mich! Ich will doch nur nett nach dem Weg fragen. Eine PS4 krieg ich zu meinem Geburtstag. Hey, das ist doch cool. Stimmt, das hat sie mir letztens erzählt. Gut, dann lass ich sie jetzt alleine. Oh, Treppe. Endlich. Okay, ich komm gleich wieder zurück. Endlich. Und Harry? Aber guck mal, was ich vorhin gezähmt habe. Dem kann ich reiten. Nee, Hirsch. Ach, Hirsch. Ich nenne ihn Harry. Harry, Hirsch. Ach, Harry, nicht Harry. Okay. Gut. So, Harry, wir müssen wohl absteigen.
Harry! Ja. Warte mal. Warte mal. Da geh ich nochmal kurz zurück. Sehr fein einfach. Er ist einfach weiter. Ui, Selbstmord, Harry, der Selbstmörder. Und nochmal, weil es so schön war. Alle Dinge, guten Dinge sind vier. Harry! Anime Call. Ink. Achtung. Geisterjäger. Sag die Harry? Harry! Mami! Achtung! Also, die von Anime Call. Das hätte passt, das hätte passt. Ja, Harry! Sehr gut. Ink-Akten gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf manche Zuschauer verstörend und lächerlich wirken. Wir nehmen unsere Arbeit sehr ernst, also lachen Sie uns nicht aus, wenn Sie uns antreffen sollten. Jeder entscheidet selbst, was er glauben möchte und was nicht. Dies sind unsere Fälle. Dies sind Anime Core Ink-Akten. Ich hab ihn gesehen! Er war genau vor dir! Ja. Handelt der immer noch? Der ist schon wieder in der Küche! Es wummert hier, es wummert hier! Alter! Ey, fick dich! Ey, fick dich! Wo bist du? Der handelt! Wo bist du? Ich bin in der... Da war weg. Da sind Blitzdings! Hat jemand gefunden! Kün, 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 kün. Oh. Mann, oh Mann! Er hat da irgendeine Fratze gesehen von jemandem, den er nicht mochte und kann es einfach nicht vergessen und blitzdingt sich die ganze Zeit selber. Ah, hey, geh mal raus aus meinem Kopf! Ich komm nicht mehr raus! Oh, scheiß Besuch! Warte! Komm rein, ich komme! Ich kann nicht das Licht anmachen, dann sieht er mich! What? Komm raus! Ja, komischer Bug! Du bist mein Relais! What? Der gerade, der war auch tot, wenn er durch die Tür ging. Wirklich besser, wie der Norbi sagt, wenn du V ausstellst und das ist... Der ist da, ist in der Küche! Macht hier den, Moonwalk, ja. Dude. Zählt das auch, wenn ich über PC das Bild mache? Ich bin tot, er hat mich, ich hab noch ein Foto gemacht. Scheiße! Wow, alles für ein Foto, ich bin tot, egal. Das war's dann auch nicht, dann werden die mal... Das zweite oder? Pendulum... Oh! Oh! Machst du eine Fallenkarte? Alter, wenn du nicht aktivieren willst, Kreis halten! So, in die zweite Pendulum... Dingenskirchen, ihr wisst, was ich meine? Feld, so. Und... Sehr schön. Jetzt drücke Kreis, bleib... beim gedrückt halten, okay, du Stinker, du. Okay. Jeder Fan kennt so jemanden. Das wird eine Freude hier. So. Kennt ihr so diese Leute, die mit denen ihr damals Yu-Gi-Oh! Gespielt haben, die ständig mit euch spielen, immer dieselben Karten haben, aber trotzdem immer die Karten direkt ins Gesicht gehalten haben, weil sie den Effekt sich nicht merken konnten. So ist der Chor drauf. Oder ist gerade Pickel ja. Gegangen, ich weiß es nicht. Ich lese sie auch immer wieder, um zu gucken, ob sich was geändert hat. Ach ja. Wie rausgeworfen. Wo hast du auch rausgeworfen? So, ganz langsam live. Das war Spaß aus der Toilettenakademie, sowas in der Richtung. So. ich sag das fünfmal, weißt du? Ah, scheiße, Mann. Wie könnte ich du da, hast eine Stunde aufgestanden. Wie könnte ich da auf die Idee kommen, denn überhaupt live zu gehen, nachdem ich das sage? Ja, wie kannst du nur? Naja. Du schlimmer Finger. So, es war Zeit. Für Anime Core TV, aber heute kein WWE, heute kein Destiny 2, nein! Was ist Destiny? Wir machen unser Ninja Raid. Das ist schon ewig her. Ja, aber es ist auf unserer Story.
Und dann wird er auch Englisch redet. History. Ja, lass mich. So, wir kämpfen heute für Ehre. Und Essen, das ist mein Ninja-Weg. Ich weiß nicht, was dein Ninja-Weg ist, aber ich werde dich schon einpläunen. Ah ja. Ja. Los. Love is in the air. Erzähl. Ding, 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 ding. Spüre die Macht von Akatsuki. Oh, ich auch. Nö, tu ich gar nicht. Ja. Das ist also dein Ninja-Weg, ja? Das ist dein Ninja-Weg! Ja, ich kann unter Wasser atmen. So, mein Freund. Oh, wir können dich blocken. Ja, schön für dich. Weiß ich gar nicht mehr so genau, Alex, aber einen auf jeden Fall. Blocken und den besten und wahrscheinlich. Tausch, Alter. Bitte, dich, Alex. Alter, was ist los mit dir? Halt, sie hat ihre Tage! Hä? Ich zieh dir Blöcke! Nein, du hast Partner dabei. Link mit L1 und R1. Ah. Alter! Ist klar, was denn jetzt? Jetzt hab ich die Welt zu Eis gemacht, Alter. Leg das Ding, teil das Ding und bist dann. Okay. Alles klar, da haben wir einmal Best of Anime Boy. Teil 1, du hast es auch nicht gelistet gemacht, hast aber trotzdem schon einen Like und 2 Aufrufe. Wow. Hast du es noch jemand anders geteilt? Ey, ich hab extra gedacht, die sollen es nicht machen. Ich hab's 2 Leuten gezeigt, wie die das finden, ob das gut so ist. Wow. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel länger dran gesessen als den Best-of, als wir jetzt gerade geschaut haben. Ja, kann ich mir gut vorstellen, das ist immer so. Man muss ja die besten Sachen raussuchen. Ja, und ich sehe gerade, Alex mag ja ragen, deswegen wird es mir wahrscheinlich gefallen dann der zweite Teil. Okay, der zweite Teil gibt's aber erst gleich nach dem nächsten Runde. Ja, so. Jetzt Runde geschafft, jetzt können wir uns auch ein bisschen ein Bild machen, also ich weiß ja schon vorher, aber die ihn noch nicht kennen, können sich so ein Bild machen, was er so spielt, was er damit auch meint und ja, viel Sachen aus dem Anime, das passt ja. So, hast du in deinen Streams oder Videos kein Problem damit, dich auch mal zum Affen zu machen und ist das in Real Life auch so? Also man wird in den Best auch noch sehen, dass ich mich zum Affen mache, so richtig. Mhm. und ja, also ich mach das unglaublich gerne, vor allem wenn ich Leute damit unterhalten kann. Und ja, meistens mache ich mich gerne zum Affen, wenn es halt wirklich der Unterhaltung dient im Real Life, wie auch in Streams und so. Aber es passiert halt auch sehr, sehr oft, dass ich das ungewollt mache. Aber von daher. Okay, aber okay. In Real Life auch so? Also auch zur Unterhaltung, wenn ich Leute damit aufheitern kann und ja, im Real Life sogar noch öfter. Sehr gut, sehr gut. 2 Zuschauerfragen. Was ist dein Lieblingsessen von Alex? Und von Sebi, was war das erste Game von dir, was du gespielt hast anscheinend? Okay, was ist mein Lieblingsessen? Das ist schwierig zu sagen. Das wechselt immer so. Aber ich glaube, wenn ich das so runterrechne auf alles, dann würde ich wahrscheinlich so dieses standardmäßige Nudeln nehmen. Alle möglichen Nudelgerichte, überbackene Gerichte, sowas in der Richtung. Weil ich finde, alles überbackene schmeckt gut, selbst ein Schuh. Jawohl, nehmen wir nächste Mal Nutella und überbacken das mit Käse. Gut, machen wir. So, das war eklig, also. und mein erstes Game. Das ist lange her. Ich glaube, das war The Legend of Zelda Ocarina of Time damals. Das weiß ich nämlich noch, weil ich mit meinem Vater damals und meiner Schwester damals zusammen gespielt habe. Wir hatten halt eine N64 und da haben wir uns immer mal wieder abgewechselt. Und dadurch, dass es immer 3 Accounts bzw. Spiel-Speicherstände gab, konnten wir auch nur zu dritt da drinnen spielen. Ja. Okay, ich wüsste gar nicht, was du meinst. Ich glaube, wenn es jetzt elektronisches Game als erstes gespielt habe, war über ein Game Boy, glaube ich, Tetris. Oder Mario, ich weiß nicht, eins von beiden. ja. Schwierig, sowas. So, die nächste Frage, weil Nighty nicht da ist. Was hältst du von LGBTQ? Da fehlt noch I und A. Und dann war noch irgendwas mit Plus und so?
Keine Ahnung. Also, ja, was halte ich davon? Es ist halt da. Es ist wie Sauerstoff, also, es ist einfach da. Ich wollte gerade sagen, also ich kann verstehen, wenn die nach Aufmerksamkeit buhlen, beziehungsweise zeigen wollen, hier sind wir und das schaffen wir halt durch verschiedene Tage, durch Paraden, durch was auch immer. Weil, ich meine, ich glaube, in Deutschland sind die ja hier auch immer schon recht gut vorangekommen mit der Gleichberechtigung und alles. Aber ich glaube, in den Ländern, in anderen Ländern, USA und sowas, sind sie, glaube ich, immer noch sehr im Hintertreff. Ich glaube manchmal einfach, dass manche das benutzen, diese Gruppierung, aber ich meine, das ist bei allen anderen Gruppierungen in dem Sinne auch so, um irgendein Dünnschiss zu reden. Also nicht das, weil die jetzt ihre Sexualität haben, dass sie damit Dünnschiss reden, sondern einfach um ziemlich viele andere zu canceln. Das ist zumindest bei Twitter sehr oft vertreten, aber Twitter ist allgemein ziemlich toxisch. Ja, das glaube ich auch. Also ich persönlich habe nichts gegen die, warum auch, sind halt auch Menschen. Sind so korrekt zu mir, bin ich auch korrekt zu denen, von daher. Ja. Ist von irgendwie egal. Ja, so ungefähr ist es ja. Ich meine, letztendlich ist es eine Sexualität und die kann ja jeder ausleben, wie er möchte. Das ist mir da relativ wumpe. Naja, es ist, geht ja nicht nur um Sexualität, sondern auch um Identität. Das ist einfach. ja, das ist. Da ein bisschen schwierig. Ja, stimmt. Stimmt, Trans ist ja auch noch mit dabei. Ja, gut, das stimmt, das sind so diese Existenzsachen, das, ja, also wenn es um Sexualität ist, ist mir das Bumpe, sollen sie machen, aber ich glaube schon, dass Leute denn, wenn sie wirklich angegangen werden, wenn zum Beispiel sich als Frau fühlen oder als Mann fühlen oder sich anders anziehen wollen oder was auch immer, dann sollen sie das machen dürfen, ohne irgendwie kaputt gehatet zu werden. Ich meine, da gibt es so einen Satiriker, Comedian, keine Ahnung, was der zählt. Der ist Moritz Neumeier. Der hat das auch ganz gut aufgegriffen. Der hat, denn sein Kind kam aus dem Kindergarten und wollte sich die Fingernägel lackieren, weil er das schön fand. Und er meint, aber die anderen Kinder haben ihn halt ausgelacht, weil das halt so nicht passt. Und er hat gemeint, ja, warum nicht? Das ist doch doof. Ich meine, das soll er doch machen können. Und hat er zum Vorbild einfach sich selber mal, die Fingernägel lackiert, um seinen Sohn zu sagen, dass das ganz normal ist. Und er fand es zum Schluss auch schön. Ja, ist doch gut. So soll das sein. Und solange sie nämlich auf den Sack gehen, ist mir egal. Alles klar, Sebi, weiß ich Bescheid. ich finde das gerade wichtig, diese Gruppierung, weil es halt genug von den Leuten gibt, die halt anti sind und manchmal homosexuellen Pärchen, dann, wenn sie die sehen, richtig aufs Maul geben und so. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass die Gruppierung sich ein bisschen da erhebt und halt ein bisschen was in die Öffentlichkeit trägt, damit es verpönt wird, irgendwann die anzugreifen, sozusagen. Also nicht nur verbal, sondern auch körperlich. So, deswegen finde ich das ganz gut, dass es eine Gruppierung gibt, die dafür kämpft, dass sie die gleichen Rechte haben, obwohl theoretisch haben sie die gleichen Rechte, nur ein Teil der Gesellschaft nimmt dieses nicht wahr, wie sie sind und geben denen sozusagen nicht ihre Rechte und sagen, dass sie unnatürlich sind und unnormal und so weiter und so fort. Ja, eben, das ist ja der Punkt. Ich meine, ich zum Beispiel, ich hatte nie ein Problem damit mit solchen Leuten, die halt sich irgendwie anders, wie soll ich sagen, anders ausleben als der Durchschnitt, sage ich mal. Dann ist das halt mal so. Jeder hat halt so das, was er gerne macht und wie er sich halt fühlt, wie er das möchte. Und ich kann das halt vorhin. Ich habe jeden so angenommen, wie ich auch, ja, jeden anderen eben annehmen würde. Deswegen fand ich das gut, als das plötzlich aufkam mit diesem LGBTQIA+, ich glaube, so hieß das. Weil ich wusste vorher nicht, dass die so stark angefeindet wurden. Ich meine, klar, ich meine, damals als Kind, da hat man halt solche Anfeindungen wie Schwuchtel, Schwul, sonst was gemacht. Ich meine, da hat man nicht wirklich was darunter sich dabei gedacht und dann später wurde das einfach immer unter negativ gesetzt, dass du zum Beispiel wenn du schwul bist, dann gab es auch Schimpfausdrücke und ich weiß nicht, das ist ja nun mal so, die Sprache verändert sich mit der Zeit und ich finde, man sollte sich halt dementsprechend dann auch anpassen, weil was gibt mir jetzt zum Beispiel das Recht, du Schwuchtel oder sonst irgendwas zu sagen, wenn Leute das halt verletzt. Ja. Und ja, das könnte man aufmachen in diese ganz große Debatte mit Rassismus und alles. Und
Ja, aber bleiben wir dabei. Bleibt dir eigentlich neben dem Stream und der Videoproduktion noch Zeit für andere Hobbys? Ich muss jetzt sagen, in den 2 Wochen, wo mir das jetzt angekündigt wurde, dass ich das Best-of machen sollte, nein. weil ich mich da richtig reingesteigert habe, weil ich habe da ja auch mir ein bisschen Hilfe geholt, dass da mal noch mehr mit Streams durchsucht und sowas, mhm. wo etwas dabei sein könnte mit Timestamps und so. Das war ganz schön anstrengend, da irgendwelche Dinge zu finden, vor allem wenn man so eine wenn man so ein ganzes Konvolut an Videos mittlerweile hat, wo man irgendwas rausfinden muss und die Streams dann mittlerweile auch 3-4 Stunden lang sind und du dann einzelne kleine Clips raussuchen musstest. Also im Normalfall soll für mich Twitch und YouTube eher sowas für die Freizeit bleiben. Da werde ich mich jetzt nicht ewig dran aufhängen. Es sei denn, ich habe da eine komplett durche Idee, die ich unbedingt umsetzen möchte, dann hänge ich mich halt voll rein. Ich habe da ein uraltes Steam-Video, wo Chris und Core zusammen DVD spielen. Das gesamte Video hätte gezeigt werden müssen, so genial wie das ist. Meinst du das, wo wir beide wie Mickey Mouse gesprochen haben? Lolo, Ali, Core! Chrissy spielt verhauen! Ja, das war... Denkst du, dass Twitch, YouTube, Netflix und Co. in einer bestimmten Altersgruppe das Fernsehen ersetzen wird? Naja, zum größten Teil hat es das ja schon. Ich meine, nehmen wir jetzt mal das, was zum Beispiel Rezo im Hintergrund machen wollte, dieses Kanzlerduell. Da hatte Armin Laschet natürlich Nein dazu gesagt, weil er, warum auch immer, ist halt Armin Laschet, hatte Nein dazu gesagt, weil er das nur in den alten Medien haben wollte, also im Fernsehen. Natürlich dann wieder ZDF, ARD und sowas. Und halt nirgendwo anders, wo halt alles geskriptet ist. Im Internet hast du halt sehr oft viel authentische Sachen. Und das wäre bei Twitch, bei YouTube, das wäre eigentlich überall sehr, sehr viel authentischer als im Fernsehen. Und da hat sich damals zum Beispiel auch die CDU dann einfach sehr doll selber geschnitten, als sie von den ganzen Internet-Sachen abgesagt sind und einfach immer nur in dem Fernsehen geblieben sind. Denn für die ältere Generation ist es ja so, dass Internet halt immer noch dieses typische Neuland ist und dass sie halt, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, denn ich finde, es hat schon alles ersetzt, theoretisch, durch die ganzen Mediatheken und alles, aber irgendwie wollen es einige noch nicht wahrhaben. Und wenn die halt wirklich noch weiter mitspielen wollen, Fernseh und alles, dann sollten sie in den nächsten Jahren einfach sich was einfallen lassen. Ja, oder sie werden ja auch langsam nach und nach zum Internet rübergehen. So, ja. Film ist ja trotzdem Film, ne? Filmserien, gibt's ja auch überall schon, irgendwie Netflix und so. Eben, und das ohne Werbung. Ja, das ist ja das Ding, so. Keine Werbung. Aber wie sollen die das hinkriegen, ohne Werbung das zu machen? Weil wir werden einen Teufel tun, um dann Pay-TV uns holen, unbedingt. Für TV, das, wenn wir alle Sachen auch dann gucken können, wann wir wollen. Würdest du auch Spiele streamen, die dir nicht gefallen, nur um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Theoretisch hab ich das schon beantwortet. Habe ich gemacht, ja, sogar. Das war damals diese Shooter. Also die gefallen mir eigentlich nicht. Aber ich dachte mir, wenn ich das mit meinem Humor irgendwie verpacke und zeige, dass ich das ein bisschen auf Sarkasmus und auf Ironie irgendwie auslege, dass das auch unterhaltend sein kann. Einfach mit den Skills, die ich nicht besitze. Die ich ja scheinbar doch irgendwie besitze. Zumindest ein bisschen, wie Alex mal gemeint hat. So, 8 Minuten 40. Und los geht's, Leute. Hey, ich bin auf 2. Ups, falscher Knopf. Ganz mutig, ne? Oder so. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Wieso höre ich das? Ich bin abgeriegelt. Wieso höre ich den Scheiß? Danke für deinen Lurk, Simon.
Holy. Ach, da ist nichts mit behalten. Die wird deine Därme behalten. Ist das nicht die? Sieht aus wie ein Mädchen. So, wir lassen die Kugel zu. Wir lassen die Kugel zu. Ist das jemand Neues? Lass die Kugel zu. Lass die Kugel zu. Bitte. Ah, jetzt will ich raus. Hey Yannick. Jo. Hilfe. Oh Gott, ich will jetzt raus hier. Bitte? Fetter Style davon. Alter, ich fühle mich wie so ein Turi, Alter. Lass das. Nur noch ein bisschen mehr. Bitte lächeln, Schwester. Alter. Oh, ich kann springen. Bist du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Aber sicher. Verdammte Spleiße haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, diese Strecksgesindel. Ah. Ah ja. Ah. Boah. 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 So. Oh, Pancakes! Ja, ich bin Pancake! So, jetzt Alex, meine... jetzt dein WWE. Alter! Lass dich mal drunter stehen! Yeah! Hör, das war's! Noch viel besser! Oh, der Dodo OP! Aus dem Kino! Out of nowhere für den dicken. Aber trotz Corona sind wir unter den Menschenmassen. Ja, trotz Corona, stimmt. Wissen. Oh, doch Sick, Leute, da kann doch Sick. Sick-Sack. Sie rufen alle, okay, yo. Los geht's. Last Man Standing Match, go. Last Man Standing. Oh, Ketten Wrestling gleich. Und? Alter, Edge, der wird. Und der Schiri muss. Der Schiri muss. Oh. Boah. Schön zwei. Alter, jetzt Randy, Alter. Boah, die geben sich nicht. Gut, sind sie wieder voll drinne. Boah, erschrocken. Deine Videos sind viel leiser als du auf Discord, deswegen. Muss ich gerade lauter machen. Und da kann auch noch Close Light, sehr geil. Autsch. Noch einer. Bei SmackDown war es oft so, dass man auch den Schiri dann umgekloppt hat, einfach. Ja. Ey, da willst du nur Lappen im Backstage-Bereich holen, ja, weißt du, wo ich gelandet bin? Stephanie im Büro, Alter. Du solltest dir mal einen Bauplan von dem Gebäude holen. Ist okay. Wahrscheinlich das Beste. Ja. Aber wir haben uns nett unterhalten. Ja. Wo hast du diesen roten Handabdruck? Bam. Weiter geht's. Wir sind ja. Wo wir sind. R2. Das ist Dreieck. Nein. Was willst du auch, dass die ganze Zeit die Attacken durchgehen? Oh, was ist das denn für ein. Schon dumm, als Kommentator gewesen, bei Rechte und Wrestler den R2 sagen. Okay, one. Jetzt das. Aufnahme, wo ich mich nicht im Griff hatte zu. Er rastiert sich. Nein, okay. Warum? Fick dich! Fick dich! Du elender Bastard! Du Bastard! Was? Geiles Match! Wie du mir, so ich dir. Oh nein! Wie kann das passieren, ja? Er zieht sich die Kimme aus. Was? Seine Haare sehen wie die Kimme aus, die Mitte da. Beide Spieler nehmen Schaden durch Hilfe. Ach du Scheiße, was? Alter. Der hat den hohen Schaden. Sowieso Schaden durch Hilfe. Ja, Chor, lass mich bitte. Nur mehr Schaden. Knochen, lol. Oh, wo kam der?
Eieiei. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Geht doch nicht. Das volle, oh, das volle oder aber ziemlich geil. Wer hat denn das so, mit dem? Chakraverlust beim Finnfallen, die doch sehr nervig. Das stimmt allerdings für mich nur nicht. Ich hab schon schlimmere Rages von Alex gehört. Hältst du weg, Susano? Das Ding ist voll auch die ganze Zeit. Halt hinter den Westen. Ja, so, wie kann ich das abschauen? Oh, damals war das Schlimmste, wo denn mein Naruto-Glas kaputt gegangen ist. Guck, jetzt bin ich hingefallen, jetzt hab ich all meinen Chakra verloren. Ich war eben komplett voll. Oh Gott, sein Arm! Es ist freigelegt! Ich hab Rückenschmerzen vor Lachen, Alter. Rückenschmerzen vor Lachen? Rückenschmerzen. Das hör ich auch nicht auf. Bauchschmerzen, Rückenschmerzen? Oh. Oh nein, Bälle! Kuro bewirft mich mit seinen Bällen? Nee, falsch. What the hell? Was ist überhaupt... Teebeutel, Alter! Was ist überhaupt das Zusatzmission? Nicht so, in die Handy. Weiß ich gar nicht, wer gerade drauf geguckt. Oh, jetzt, Alter! Ich auch nicht! Hadouken! Hadouken! Sah doch so aus. Wie hast du auch gesagt? Großartig. Bin wieder da. Willkommen zurück, Archie. Oh fuck! Nee. Ich hab's gehört, scheiße. Was war das? Ich hör's. Oh, wieder Koffein. Hörst du The Grudge, ja? Ja. Fick dich doch. Sie. Das ist mies, oder? Ja. Und später? Die ist doch an. Nein. Soll ich die anmachen? Mit Rechtsklick. Also. Wie oh. What the hell? Alter, fick dich! Das war gerade Quatsch, Junge! Leute, ihr habt das gesehen. Ihr habt das bei mir hier auf dem Monitor gesehen, oder? Nö. Was ist schon was ist denn das? Selbst zu spielen, ja. Was jetzt? Alter, klär mich auf, Mann! Das glaub ich. Ihr habt das gesehen, ihr habt das alle gesehen. Nie. Das ist noch nie passiert. Das ist mir doch... Alter, was ist denn das? Und dann, ihr habt das alle gesehen. Außer Kurve ist es nicht, der ist direkt im Raum. Jetzt sag mal, was los? Ich muss raus, der macht schon mal... Alter, ich bin die Knochen. Ich hab's lass uns fahren. Lass uns fahren, ich hab keine Lust mehr. Keine Lust mehr, Alter. Lass uns fahren, bitte. Mama? Ja, dann komm. Mama! Zu sehen, was hat euch gefallen? Und? Ihr kennt das, like das Ding. Like das Ding. Und bis dann. So, da haben wir's. Da haben wir's. Oh, guck mal, mit der ist Klaus Kinski. Was? Wieso wird mir jetzt Klaus Kinski vorgeschlagen? Hä? Nämlich der Rage Server. Wegen dem Rage Server, was heftig. Wegen dem Rage. Erstmal ganz kurz, was Technisches. Welche Aufnahmen oder Streaming-Tools verwendest du? Eigentlich nichts groß aufwendiges. OBS Studios. Komme ich mit am besten klar. Hm. Normales Standmikro. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Wo steht das? Ich glaube gerade nicht. Auf jeden Fall war nicht teuer, 40 Euro. Ein bisschen noch mein Headset halt, was das Einzige, was halt wirklich teurer gewesen ist, aber einfach nur, weil ich das schon vor dem Stream und sowas benutzt habe, war dann 70 Euro mein Headset. Ja, und sonst alles, was man halt so an Software noch finden kann, für Streaming halt. Sei es jetzt Streamlabs, Stream Elements und sowas. Hm. Er möchte gleich gerne wissen, wo du dich in 5 Jahren siehst. Auf seinem Stuhl. Nein, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Naja, eigentlich nicht wirklich anders als jetzt. Also ich würde, ja, normal arbeiten, streamen, zocken. Also so wie es gerade ist, ist es eigentlich ganz okay. Was denkst du über andere Streamer oder YouTuber? Herrscht dort Konkurrenzkampf oder ist es eher ein nettes Miteinander? Ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung hatte immer Probleme mit Gruppierung, mit Gruppen. Also ich habe jetzt bisher immer nur Chor mit einer Seite gehabt. Ein bisschen gab es was über WhatsApp-Gruppen, wo man halt ab und zu mal so miteinander
ja, gezockt hat oder so. Aber so richtig, so untereinander haben sie sich jetzt nicht unbedingt so, ich nenne es mal, teammäßig verhalten. Die hatten schon so Konkurrenzdruck irgendwie, wenn sie nicht gerade zusammengespielt haben. Und das hat dann irgendwann alles zerstört. Also man denkt immer, dass das bloß bei den Größeren ist, dass die sich irgendwie übertreffen wollen bei keine Ahnung was für Content. Und das ist bei den kleinen Leuten auch schon sehr, sehr stark vertreten. Ich meine, alleine schon, was sie alles tun, um irgendwelche Raids zum Beispiel abzugreifen. Es gab mal eine Zeit, da war ich in einem Discord-Channel mit drin. Da habe ich einfach nur mitgelesen. Und es gab ja eine Zeit, wo Reportagen bei YouTube immer geradet hat, also seine Leute mal auf den Kanal geschickt hat. Und die sollten dann liken, abonnieren und. Und dann habe ich in den Discord-Seiten gesehen, ey, Reportagen, Stream voller, kommt, geht alle live. Und das war sehr seltsam. Also, ich find's gut, wenn man miteinander ja, so teammäßig was machen kann. Aber ich glaube, das ist in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft vertreten, eher so dieses Konkurrenzdenken. Ich persönlich, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mit Teamsachen nicht unbedingt so viel gute Erfahrungen hatte. Hatten wir damals auch jemanden, der das komplett ausgenutzt wollte, mich und Gore gegeneinander schmeißen, sodass wir halt dann irgendwann zusammen nicht mehr irgendwas machen oder so. Und das ist halt schlimm, wenn Menschen anfangen, so toxisch in so einem Team zu werden. Ja. Ja, ich kann das verstehen, dass es ja, wie du mitgekriegt hast, bei meinem Netzwerk oder bei den Gruppierungen, wo ich mit drin war, wo du auch drin warst, halt immer wieder so gewesen. So, das ist halt, gibt immer Menschen, die das ausnutzen und manche Menschen, die einfach nichts drauf geben, so. Also die ausnutzen, die halt, oh, kommt hier hin und dahin und dies und das, alles für die Person. Und welche, die zwar nicht viel fordern, aber trotzdem nicht dabei sind und die nicht mitmachen wollen, in dem Sinne, aber trotzdem in der Gruppe sein wollen, was irgendwie voll komisch ist. Man möchte in der Gruppe sein, um dort nichts zu machen und auch nichts zu verlangen. Wozu will man in der Gruppe sein? Das ist halt... Ja, verstehe ich. Einfach nur ein Mitgehörigkeitsgefühl. Ja, wahrscheinlich. Wobei es gibt doch die krassen Gegenteile, die halt wirklich ein bisschen das zu ernst nehmen. Das ist dann schwierig. Da habe ich auch einige Leute damals kennengelernt. Das war dann, weiß nicht, das war schon fast militant dann. Das war schwierig, wenn die versuchen halt, Leute dafür zu kriegen. Das sind dann schlimmer als die Leute, die hier vor der Tür stehen und dir die frohe Botschaft geben wollen. Und ja. Würdest du sagen, dass es sich noch lohnt, eine Karriere als Streamer anzufangen? Ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Also ich glaube schon, dass es sich lohnt zu streamen. Aber ich weiß nicht, ob man das als Karriere benennen sollte. Weil man kann natürlich Geld damit machen. Man sollte aber nicht davon am Anfang ausgehen, dass man eine Karriere machen möchte. Weil Karriere hat man ja dann plötzlich... Weiß nicht, symbolisiert man ja auch zusammen mit Geld und so, aber man sollte halt nicht darauf aus sein unbedingt. Und alleine schon, und das sage ich jetzt nicht nur, weil es bei mir überhaupt nicht läuft, nein, aber einfach, es sollte halt immer der Spaß dabei sein. Ich meine, klar, es ist schön, wenn man dafür dann gewisse Dinge bekommt, wie Bits oder sowas, wenn man da bestätigt bekommt, dass das gut ist. Aber mir reicht es halt vollkommen aus, wenn ich zum Beispiel ein Spiel spiele und beste Beispiel ist Yakuza. Das ist so in der letzten Zeit das beste Beispiel, wenn ich da so ein Spiel spiele und die Leute im Chat sind da voll mit drinne, reden mit dir darüber, überlegen, wie du weiterkommst und. Und das ist für mich sehr viel mehr wert, als ständig irgendwie auf Geld aus zu sein. Alles klar. Die letzte Frage ist sind deine Ziele. Was sind denn deine Ziele für dieses Jahr auf deiner Plattform und oder privat? Bei mir, direkte Ziele habe ich mir nie gesetzt. Abgesehen halt von YouTube, dass ich da halt öfter diesen Content hochbringe, weil es macht mir schon Spaß, Let's Plays zu machen, aber manchmal sind halt so die Motivationen nicht da und halt, ich habe das auch, tatsächlich letztens erst in so einem, ich hatte am 29.06. hatte ich 4 Jahre YouTube, da hatte ich es auch erwähnt, es ist einfach mal leichter, einen Stream anzufangen, als lange vorher diese Videos zu machen, zu bearbeiten, zu rendern, hochzuladen,
all diese ganzen Sachen, die eigentlich cool sind, aber das sind halt Zeitfresser. Wenn du halt weniger Zeit hast, dann ist so ein Stream einfach mal geiler. Ja. Und da ist es halt schwieriger, aber da versuche ich mich halt dann irgendwie reinzufuchsen. Sonst, privat, weiß nicht. Das sind dieselben Ziele, das sind dieselben Ziele wie immer. Hm. Aber grundsätzlich, jetzt kommt ein Glückskeksspruch, immer jeden Tag eine bessere Version von sich selbst zu werden. Oh, sehr poetisch. Ja. Sehr, sehr poetisch, ja. Ich werde eine bessere Version von mir. Auf einmal geht hier die Haut auf, Metamorphose, kommt ein neuer Kilo raus. Sehr gut. Immer eine bessere Version von sich sein. Das ist aber sehr gut, auf jeden Fall. Bemüht euch immer, eine bessere Version von euch zu werden. Obwohl, ab einem gewissen Alter ist es dann so, dass man eher, rückgängig wird. Oder rückgängig macht. Oder keine Ahnung. Ja, deswegen halt so früh wie möglich machen. Ja. Ah, cool, wenn wir merken. Achso, entschuldige, erzähl. Wenn wir die Leute hier gerade so schon langweilen, dass sie wieder Emotes drin spammen. Die Kappa im Stream. Nee, bei mir ist Emotes keine Langeweile, sondern erwünscht. Emotes rein, kennst du ja von dem Lied. Goldblum wurde eine bessere Vision seiner selbst und wurde zur Fliege. Ja, genau. Also jetzt siehst du mal Video, YouTube, wo ein erwachsener Mann auf einem Dreirad für Kleinkinder fährt und sagt, would you like to play a little game? Und dann voll auf die Fresse fliegt. Ja. Fire! This man is on fire! Und er rennt durch die Gegend. Könnte man so einblenden, dass man das singt, This man is on fire, und dann rennt da wirklich so ein Mann durch die Gegend. Der rennt voll makaber so, aber ja. Gut. Wir merken uns, dein Ziel auf YouTube ist, dass du da ein bisschen mehr Content reinbringst. Stimmt's? Ja. Gut. Das werden wir uns merken, weil ich werde dich nochmal einladen nächstes Jahr. Ich lade alle noch einmal ein, um zu gucken, ob sie die Ziele erreicht haben, oder nicht? Ja, das, ich bin dann krank. Krank vor Sorge, ob du die Ziele erreicht hast? Ja, vergucken. Ja,